Die Mauer war von 1961 bis 1989 das Symbol der Teilung. Der von der DDR-Propaganda sogenannte antifaschistische Schutzwall wurde auf entlarvende Weise zum Wahrzeichen des letzten totalitären Staates auf deutschem Boden. Mit der Wiedervereinigung verschwand die Mauer. Was bedeutet den Menschen heute die Mauer als Symbol? Dazu befragten wir einige Berliner und Besucher der Stadt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich bin Westberliner. Die Mauer bedeutet für mich, ich war ein kleines Kind, als die Mauer gefallen ist. Im Prinzip freue ich mich, dass die nicht mehr da ist, dass es wieder eine Stadt ist. Aber was bedeutet die Mauer für mich? Weiß ich nicht. Nein, also hatte für mich keine Bedeutung. Also wir konnten ja überall hin, außer mit dem Auto. Also nein, weiß ich nicht. Ja, ich finde es toll, dass man das so feiert, dass das so angekommen ist und man wirklich wieder in einer Stadt lebt, sagen wir mal. Also eher der Mauerfall als Symbol, als die Mauer. Mhm. Ja. Und dieser Umgang, also ich meine auch gerade diese Ausstellung und alle weiteren Veranstaltungen dieses Jahr zum Thema Mauerfall, also dieses Riesenjubiläumsjahr 2009. Wie empfinden die diesen Umgang mit der Mauer oder dem Mauerfall? Ich finde es ja prinzipiell sehr gut, dass man das so versucht in den öffentlichen Raum zu bringen, weil man die Mauer ja nicht mehr sieht, also nur an ein paar Stellen eben. Ich finde es toll, dass man das so in die Öffentlichkeit bringt, um sich wirklich daran zu erinnern, hey, vor 20 Jahren stand die hier noch. Aber es ist so ein bisschen, was mich immer erschreckt, wenn ich diese ganze Ostalgie so sehe, Leute mit DDR-T-Shirts und sowas. Also haben die das schon vergessen? Was bedeutet für Sie die Mauer als Symbol? Dass Unfreiheit in Deutschland nach der Diktatur im Dritten Reich weiter in einem Teil Deutschlands weiter bestanden hat. Das war das Mauer als Symbol. Ja, eine Erinnerung an eine Zeit, die kaum, also wo man immer noch denkt, das kann nicht noch nicht 20 Jahre her sein und die eben auf einen unhaltbaren Zustand hinweist, der es gegeben hat. Und ja, ich bin immer wieder als hier in Berlin wohnender begeistert, wenn ich die Spuren, also die Pflastersteine sehe und denke, das geht jetzt alles West, Ost, Ost, West, ist völlig egal. Und ja, das bedeutet mir die Mauer so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute aus den neuen Bundesländern das gar nicht mehr hören wollen mittlerweile, dass es für sie vielleicht auch noch zu früh ist, so viel darüber zu reden, aber an sich finde ich es gut. Also mir fällt auch auf, dass jetzt gerade in diesem Jahr schon viel Wert auf das gelegt wird, dass es eben behandelt wird und aufgearbeitet wird. Was bedeutet für Sie die Mauer als Symbol? Die Mauer als Symbol, ein Symbol des Eingesperrtseins und des Schreckens, einer Schreckensherrschaft der DDR-Regierung oder des DDR-Regimes. Als Symbol bedeutet eine Mauer immer Trennung für mich. Wenn Menschen Mauern bauen, dann wollen sie sich abgrenzen. Ob es eine Gartenmauer ist oder eine andere Mauer. Und so war es ja auch hier in Berlin mit der Berliner Mauer. Es war eine Abgrenzung von West-Berlin, um sich vor etwas zu schützen. Trennung und Vereinigung. Und wie empfinden Sie den Umgang mit der Erinnerung an die Mauer in diesem besonderen Jahr 2009? Für mich ist das relativ schwierig, weil ich noch sehr unangenehme Erfahrungen habe, um nach Berlin zu fahren. Wir kommen aus Hamburg. Und für mich ist das wirklich immer noch beunruhigend gewesen, hierher zu fahren. Und ich finde es aber gut, den Kindern jetzt zeigen zu können, dass man da relativ locker mit umgehen kann und keine Angst mehr haben muss, nach Berlin zu kommen. Wo stand eigentlich die Berliner Mauer? Mit dem Mauerführer von Alexander Schuck und Hilmar Sack können Sie auf zwei Geschichtstouren die Geschichte der Mauer entdecken. Zahlreiche Fotos und Karten, anschauliche Texte sowie Hintergrundinformationen und Quellenmaterial machen die Geschichtstour zu einem spannenden Erlebnis.